Wer sich für einen Skoda Rapid entscheidet, hat jetzt die Qual der Wahl. Neben dem bekannten Stufenheckmodell gibt es nun die Fließheck-Variante namens Spaceback. Auf der IAA feierte er seine Weltpremiere und tritt nicht ohne Grund als einer der Hoffnungsträger im schwächelnden europäischen Markt an. Skoda hat den Spaceback speziell mit Blick auf die europäischen Kunden entwickelt. Der Skoda Rapid Spaceback reiht sich mit seinen 4,30 Meter zwischen den Modellen Fabia und Octavia ein. Er ist das erste Kurzheckmodell von Skoda in dem sehr wichtigen, volumenstarken Segment der Kompaktklasse. Mit dem dynamischen und frischen Design sprechen wir insbesondere junge Zielgruppen an, jüngere Familien, jüngere Personen. Typisch für Skoda wieder viel Platz in diesem Fahrzeug, die Funktionalität und viele simple clever Ideen, wie zum Beispiel der Eiskratzer im Tankdeckel. Der Spaceback ist rund 20 cm kürzer als der bekannte Rapid, bietet aber im Innenraum für Fahrer und Beifahrer in Sachen Raumökonomie Bestwerte in seiner Klasse. Optisch gibt er sich etwas sportlicher als sein Stufenheckbruder. Die fehlenden 20 cm machen sich beim Laderaum bemerkbar. Verglichen mit 550 bzw. 1490 Liter bei umgelegten Rücksitzen sind es beim Spaceback in beiden Fällen rund 100 Liter weniger. Das macht sich in der Praxis aber kaum bemerkbar. Im Segment der Kurzheckmodelle ist das einer der besten Werte. 4 Benziner und 2 Dieselmotoren von 75 bis 122 PS sorgen für zügigen Vortrieb. Das Fahrwerk gibt eine ordentliche Rückmeldung, ist aber trotzdem komfortabel. Mit dem Rapid Spaceback ist Skoda gut gerüstet, weitere Marktanteile zu erobern. Für knapp unter 15.000 Euro gibt es einen Kompakten, der schick aussieht, agil fährt und ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und das dürfte gerade in diesen Zeiten viele Autokäufer überzeugen, sich vielleicht zum ersten Mal für einen Skoda zu entscheiden. Bereuen dürften sie es auch nach einigen Jahren nicht.